Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es nicht direkt weiter mit der 5M-Reihe, denn wir starten eine neue Videoreihe. In dieser Videoreihe geht es um das Mappen in GTA für euren 5M-Server. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit der Installation an. Und wir werden alles Step by Step machen, alles nacheinander. Deswegen zeige ich euch jetzt heute erstmal nur die Installation und was wir dafür alles brauchen. Als erstes müsst ihr natürlich auf meinen Discord-Server joinen und müsst einmal das Regelwerk bestätigen hier unten und euch die Codeworker-Rolle hier unten auswählen. Dann schaltet ihr den Codeworker-Bereich frei, wo auch Props gepostet werden, die ihr alle frei verwenden könnt. Dazu jetzt gleich mehr. Hier finden wir den Codeworker-Bereich. Hier habt ihr nochmal eine Information, einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Ja, im ersten Reiter könnt ihr natürlich nochmal nachlesen, dass alles hier nochmal kostenlos gepostet wird und ihr alles benutzen dürft. Alles kostenlos natürlich. Und einmal in Englisch und einmal in Deutsch. Und ja, hier habt ihr natürlich auch noch einen Chat. Damit, also könnt ihr natürlich auch noch mit anderen chatten dann. Ja, uns interessiert jetzt erstmal nur die Version. Hier könnt ihr die Codeworker Version herunterladen. Ich habe jetzt vor kurzem erst noch die neueste Version heruntergeladen bzw. hier rein gepostet und die könnt ihr euch einfach herunterladen. Props findet ihr dann hier und hier werden immer wieder neue Props dann hinzugefügt, die ich dann so kostenlos finde, die ihr dann auch frei verwenden dürft. Tutorials findet ihr dann hier. Und ja, das wäre dann das erste. So, wenn wir uns das Ganze dann heruntergeladen haben, dann müssen wir das Ganze auspacken und dann sieht das wie folgt aus. Ich benutze noch die eine da drüber Version, die könnt ihr natürlich auch verwenden. Und ja, hier drin befindet sich dann die Anwendung, die wir dann gleich starten werden, beziehungsweise im nächsten Video starten werden. Wenn wir das Ganze dann haben wir einmal Codeworker, also das Mapping-Programm. Und ich packe euch nochmal in die Videobeschreibung ein Rohling. Das heißt, wir haben hier einen Ordner, einen Stream-Ordner und eine FX-Manifest. Damit wir das Ganze dann auch später dann auf unserem 5M-Server dann hochladen können und die Map testen können, die wir dann erstellen. Ja, das war der kleine Einstieg. In der nächsten Folge geht es natürlich dann weiter, wie wir das ganze Mapping-Programm denn verwenden und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wir machen alles Step by Step. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wenn euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.